Ein gestrahltes Hallo und herzlich willkommen zum Grande Finale von Schrottskull. Mit dabei Anru. Moin. Und Dr. Mentos, der nicht reden kann und ein kleiner Zwerg ist, der sich hinter Minecraft versteckt. Und Minecraft 55 natürlich höchstpersönlich. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, bis gleich. So, die Ferien haben wir vielleicht gut getan, aber jetzt muss ich wieder zur Schule. Also als Lehrer, natürlich nicht als Schüler. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich ein bisschen netter zu den Kindern bin, vielleicht machen sie dann auch nicht so viel Mist. Aber meine Maske muss ich natürlich wieder aufsetzen, damit sie mich wieder nicht erkennen. Und dann gehe ich jetzt einfach mal zur Schrottschool. So, Anru, Minecraft, wo seid ihr schon wieder? Ich habe eine Überraschung für euch. Hä? Wo sind die denn schon wieder? Sind die vielleicht schon in die Schrottschool? Nee, hier drin sind sie nicht. Hä? Anru, was machst du denn da? Anru? Ich, Minecraft, wo kommst du denn her? Guten Tag, Herr Lehrer. Haben Sie sich einen neuen Anzug gekauft? Ja, der ist ganz neu. Er sieht hässlich aus. Anru. Der ist sehr schick, muss ich echt sagen. Nein, das hat auf, wir gehen jetzt hier schön in die Schrottschool rein. Und zwar habe ich eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Ja. Das ist ja nett. Ich finde, ich war immer ziemlich gemein zu euch. Deswegen möchte ich mal nett zu euch sein. Und zwar machen wir jetzt einen Spaziergang. Kommt ihr mit? Ein Spaziergang? Gefängnis? Ja. Ins Gefängnis? Nein, einfach nur durch die Gegend. Oh, cool. Das ist ja schön. Was ist das? Sagen sie alle. Was? Dieser riesige Ring da oben. Den mit dem fetten Laserstrahl, meinen Sie? Ja. Komm, ist mir gar nicht aufgefallen. Komm, wir gehen dahin. Was ist das? Oder was? Hä? Ich finde, das ist eher ein Laserstrahl. Irgendwie pumpt hier irgendwer was aus der Erde. Hier kann man sogar rein. Sollten wir das wirklich machen, Herr Lehrer? Ja, ich finde, wir springen hier auf drei rein. Eins, okay. zwei, drei. Wo sind wir? Wo sind wir? Hä? Herr Lehrer, gucken Sie mal. Was? Reingeguckt. Oh, jetzt musst du mich schlagen. Au. So, ich glaube, davon habe ich schon mal gelesen. Wenn man in so einen Energiestrahl reinspringt, kann es sein, dass man in eine andere Paralleldimension gelangt. Eine Paralleldimension? Ich bin in der Hölle. Nein, dafür sieht es hier viel zu schön aus. Da hinten läuft ein Zwerg rum. Wo? Da hinten, auf den Wurzeln von diesem riesigen Baum. Ich sehe ihn auch. Und sich hin. Aber wartet, was ist das hier für eine Welt? Es könnte vielleicht eine Märchenwelt sein. Eine Märchenwelt? Ja. Ein Tunnel? Ja. Sollten wir da wirklich durchgehen? Anru, warte! Aber ich möchte den Zwerg sehen. Ja, erstmal zurück. Anru. Anschlagen, bitte mich nicht. Anru, ihr beide. Das ist ein Tunnel, der gehört den höchsten Sicherheits... Oh, Anru, warte! Oh, ich habe eine Fackel. Zwerg, ich komme! Ja, Minecraft, komm einfach. Nein, wehe, du passt das an. Das ist hochexplosiv. Nicht, wehe, Anru, bitte nicht. Bitte nicht. Das ist wirklich schlimm. Nicht. Sie haben einen riesigen, schönen Palast. Aber Weizenkörner, was soll ich damit? Ja. Ja, Herr Lehrer. Komm, wir erkunden das hier mal. Aber hier ist irgendwie keiner drinne. Keiner? Nee. Ja, das ist ja komisch. Anru, kommst du mit? Wir müssen wieder raus. Guck mal, wo der Zwerg ist. Da hinten ist der Zwerg! Der Zwerg? Oh, ich sehe ihn auch. Da läuft er. Der Zwerg. Aber den holen wir wohl nicht mehr ein. Anru, komm, wir gehen jetzt weiter. Wir müssen, ich habe gelesen, wenn man in eine andere Paralleldimension ist, muss man ein Wesen aufsuchen, was Zauberkräfte hat. Hinten in diesem riesigen Turm ist wahrscheinlich der Magier. Der kann uns helfen. Ich sehe ihn auch. Komisch. So Anru, komm jetzt einfach mit. Wir gehen jetzt hier runter. Ich bin runtergefallen. Die lange Treppe runter, okay. Der Lehrer sind so dumm. So. Anru, komm jetzt hier runter. Genau. Anru, warte mal! Was denn? Bist du irgendwie verletzt? Da ist der Zwerg! Wo? Da ist der Zwerg! Anru! Anru, bleib stehen, lauf ihm nicht hinterher! Nicht! Oh, Zwerg! Warte mal! Der Anru ist jetzt einfach dem Zwerg hinterher gelaufen. Sollten wir ihn nicht wiederholen? Erstmal warten wir ein bisschen. Vielleicht kommt er ja wieder zurück. Okay. Nein, wir gehen ihn suchen. Okay. Anru! Anru! Wo bist du? Oh Gott, guck mal, Mark, hier ist Minecraft, hier ist ein Bergwerk. Ah. Hier ist Golderz und Kohleerz und Eisenerz. Und alle Erze vertreten. Und hier ist ein Schacht. Ein Gang mit einer Treppe.
Sollten wir die wirklich heruntergehen? Naja, wir müssen sogar Anru irgendwo retten. Oh mein Gott, da unten ist Lava. Da ist Anru, Herr Lehrer. Okay, wir müssen schnell zu ihm hin. Ich weiß nicht, wo der Zwerg ist. Der ist weg. Irgendwie. Anru, wo bist du? Anru. Wo ist der hin? Da ist Anru. Wo ist der hin, der fette Zwerg? Da unten ist der Zwerg. Der ist das der Zwerg. Der versteckt sich da unten drinnen. Anru! Anru, nein, bitte spring da nicht rein. Das könnte ein Vulkan sein. Aua, wie kommen wir jetzt wieder raus? Hallo, Herr Zwerg, können Sie uns helfen? Bauen Sie uns einen Block hin, damit wir wieder rauskommen? Ja. Oh, ich hab den Block. Ja, wir brauchen eine Treppe, um hier rauszukommen. Ja, sehr gut. Treppe. Und, ja, der Zwerg hat uns geholfen. Mr. Zwerg, möchten Sie uns vielleicht folgen und uns und sich uns anschließen? Ja, gut, er möchte. Ja, das ist nett. Das ist nett von Ihnen, Herr Zwerg. Komm, wir gehen die Treppe wieder. Kann er Telepathie? Komm. So, deswegen gehen wir jetzt einfach. Warum essen. Sagt der Zwerg der, Essen? Der Zwerg denkt nur ans Essen. Ha. Kann er nicht reden? Ist er taubstumm? Doch, er kann kommunizieren. Das reicht doch. Nein, komm hier, wir haben auch noch einen Bildungsauftrag. So, welchen denn? Der Bildungsauftrag ist, geht nie mit Zwergen in eine Höhle. Es kann furchtbar enden. Anru, was machst du denn da? GNT ist schlecht für... Ja, aber Sand ist auch schlecht. Anru, lass Nein. es. Anru, ich sag, du lass solltest es lassen. Gut. Komm, wir gehen weiter. Wir müssen uns auf dem Weg zum Zauberer machen. Okay, das ist eine gute Idee. Essen. Hier, Zwerg, ich hab was für dich. Bitte, Zwerg, hier liegen Steaks für dich, Zwerg. Markcraft, hast du auch noch was für mich? Ja. Sonnenblumen. Ich mag Sonnenblumen kaputt machen. Anru, geh nicht vom Weg. Das ist auch ein Bildungsauftrag. Nie vom Weg gehen. Gucken Sie mal, der Zwerg ist aggressiv. Der greift die Kuh an. Ey, Herr Zwerg, lassen Sie das. Bildungsauftrag. Töten Sie keine... Der Zwerg hat die Kuh getötet. Wir müssen... Hier, Anru, hast du Essen? Wir gehen vom Zwerg weg. Der Zwerg hat eine Kuh getötet. Zwerg, du bleibst jetzt hier stehen. Wir sind doch Vegetarier. Ja, du hast die arme Kuh getötet. So. Kommt mit. Zwerg, bleib dahin. Dunklen Wald. Gut. Wo seid ihr? Hast du gut gemacht, Marc. Zwerge, die Kühe. Wo seid ihr? Geht gar nicht. So, Zwerge. Anru, komm hoch. Wo seid ihr? Hier hoch, komm jetzt. Hier. So, wir müssen jetzt durch den dunklen Wald. Ein wirklich dunkler Wald? Ja, ein sehr, sehr dunkler Wald. Kann es auch daran liegen, dass es Nacht ist? Nein, der Wald ist dunkel. Ah, okay. Da oben ist der Turm der Zauberer. Und hier ist eine kleine Farm. Da ist der Turm. Komm jetzt mit, wir müssen zum Turm des Zauberers. Ich sehe ihn gar nicht. Ich wette, der Zauberer kann. Über die Hüpfsteine. Über die Hüpfsteine. Ich sehe gar nicht, so dunkel ist das. Und hoch hier und hoch. Wo seid ihr? Das ist nett von Ihnen, dass Sie das so sehen. Oh. So, und jetzt noch die Wendeltreppe im Turm hoch. Oh, so viele Treppen. Wo seid ihr? Oh mein Gott, der Zwerg hat's auch geschafft. Ah, der Zwerg schlägt mich. Aggressiver Zwerg. Er ist aggressiv. Hey, der Zwerg macht unsere Rückfahrtmöglichkeit kaputt. Der Zwerg zerstört unsere Rückfahrtmöglichkeit. Böser Zwerg. Aua, der Zwerg schlägt. Ah, ich baue zu. Ah. Nein, der Zwerg ist... Aua. Zwerg, hör auf. Oh, Zwerg, hören Sie auf, das schöne Feuer kaputt zu machen. Der Zwerg brennt. Verdient. Und er fällt runter. Und er ist an Fallschaden gestorben. Naja, ich glaube, wir müssen ins Feuer springen, um zurückzukommen. 3, 2, 1. Wo sind wir denn hier? Wir sind wieder bei uns in der Schrotzgoldstadt und die Baustelle ist fertig. Die Baustelle, was ist denn das? Zwerg. Der hat das fertig gemacht. Ich glaube, das ist eine Freilichtbühne. Sehr gut. Da kann man dann so... Oh, es fängt an zu regnen. Egal. Diese Bühne ist perfekt, um unseren Zuschauern... Zum Musikspiel. Danke, dass ihr bei Schrotzgold zugeschaut habt. Danke für die ganzen Likes und die Kommentare. Welche und die Likes? Aufrufe, welche die Likes, die unter meinen Videos sind. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.